Caro Jordanov, das ist ein Name, den man sich unbedingt merken sollte. Die Gruppe nennt sich ganz einfach nach dem Namen ihrer Leadsängerin Caro, einer 27-jährigen Musikstudentin aus Potsdam, die ihr Studium mittlerweile abgeschlossen hat. Preise räumt die Gruppe zurzeit massenhaft ab. 2012 schon Sieger bei einem amerikanischen Nachwuchsfestival. Ihr Folk-Pop-Mix mit eingängigen Melodien kommt beim Publikum riesig an, so auch beim Festival in Potsdam. Es kommt an, es ist eingängig, wir machen gute Laune, das mögen die Leute und es ist, also wir versuchen möglichst immer natürlich und authentisch zu sein und das gefällt denen auch, wir sind immer sehr lustig auf der Bühne, haben immer ganz viel Spaß und das packt die Leute, das macht denen Spaß. Die Songs stammen alle aus der Feder von Caro, die schon in ihrer Schülerzeit Melodien komponiert hat. Ich schreibe schon seit ich 15 bin Songs und hatte auch meine Schulband und da haben wir auch schon eigene Songs gespielt. Da habe ich aber noch nicht gesungen, da habe ich nur die Songs geschrieben und Gitarre gespielt. Und dann kam ich an die Uni ins Studium und dann habe ich mir einen Duopartner gesucht und dann haben wir es zu zweit gemacht. Und dann waren die Jungs irgendwie mal bei einem Konzert und sagen so, ey, gefällt mir voll gut. Und sag ich, naja, willst du mitmachen? Ja, voll cool. Und dann sind wir plötzlich 5 Leute gewesen. So. But I feel your presence if you were right next to me. How can you leave? Can you let it all down? Geprägt ist die junge Sängerin, die auf der Bühne zusammen mit Lea Schmidt performt, von der amerikanischen Singer-Songwriter-Szene. Von dieser Musikrichtung ist Caro stark beeinflusst. Ich höre unglaublich gerne James Taylor. Carole King ist auch absolute Heldin von mir. Und das ist, ja, es ist handgemacht, es ist nicht überkompliziert, es ist handgemachte Musik einfach. This is the day that I grab my heart and listen to the sounds of all the years passing by. Mittlerweile hat die Band schon eine eingeschworene Fangemeinde, die bei allen Konzerten mit dabei ist. Dass die junge Band beim Stadtwerke-Festival spielen durfte, verdankt sie auch einem großen Erfolg. Die Gruppe hatte den Nachwuchswettbewerb Potsdam on Stage gewonnen und damit das Ticket zu diesem großen Festival gelöst. Ist ja immerhin auch etwas, mit Musikgrößen wie Santana oder Cyndi Lauper auf der Bühne zu stehen. Wir genießen es, zusammen auf der Bühne zu stehen. Also hat man hoffentlich gesehen, dass wir da eine Menge Spaß haben. Von daher, bald wieder auf so großen Bühnen zu stehen und so ein tolles Publikum zu haben, das wäre toll. Also zusammen Musik machen, das wäre ganz klasse. Noch ganz oft, ganz viel. This is the day that I planned for all our wishes to come alive and stay for good. Fühlen sich die anderen Bandmitglieder etwas zurückgesetzt, weil Caro alle Songs schreibt? Es gibt tatsächlich gar keinen Knatsch zwischen uns. Ja? Ihr beide seid zusammen, ne? Nein. dann gäbe es Knatsch. Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass wir sind ja nun 3 Jungs und 2 Mädels, aber trotzdem alles ganz cool, alles ganz easy. Wenn es mal hart auf hart kommt, dann sagt Caro eben, wo es lang geht. Und dann ziehen wir uns zurück und nein, alles gut. Also wir sind sehr froh, dass wir uns eigentlich so haben und dass wir alle so gut auskommen. Selbst wenn wir mal irgendwie eine Woche aufeinander hängen oder mal noch länger, ist gar kein Problem. Wichtig für den Sound ist auch der Mann mit Hut, Keyboarder Dima Waviloa. Er erzählt uns, auf welchem Wege er zu der Band stieß. Ich war tatsächlich damals schon mit meiner Freundin zusammen und sie hat ab und zu mal bei Caro mitgespielt, Bassgitarre. Und da hat sie mir gesagt, ja, komm mal mit. Ja, und da habe ich mal mitgespielt und Caro meinte, ja, läuft ja, willst du mal bei uns bleiben? Genau, so war das. And I wish. Sicher noch viel hören von dieser hoffnungsvollen Formation, die mit ihren schönen Balladen, in denen es um Liebe, Leid, Trauer, aber auch Freundschaft geht, beispielhafte Akzente setzt. Kaum jemand macht momentan so schöne, zeitlose Musik. Leadsängerin Caro hat immer viele Texte und Soundideen. Ich schreibe dann die Songs
Dann komme ich zur Probe, sage, Leute, ich habe einen neuen Song. Und dann geht's los und dann fangen wir an, die Songs zusammen zu arrangieren, sodass am Anfang die Idee zwar von mir ist, aber das Endprodukt, das ist die Band. Also das sind wir alle zusammen und jeder lässt seine Ideen einfließen. Dima überlegt sich irgendeine coole Melodie plötzlich auf dem Klavier. Das wird dann die Hookline fürs ganze Lied und so. Also da steckt von allen dann ganz viel Herz mit drin auch. Und für alle, die Caro Jordanow noch nicht gesehen oder gar gehört haben, am 17. September ist wieder Gelegenheit dazu. Dann tritt die Band beim Tag des Handwerks im Potsdamer Luisenpark auf. Das wird sicher wieder ein musikalisches Vergnügen. It's not the way to write a song, no.